Hallöchen Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Vlog-Kanal. Ich möchte euch heute ein bisschen den Dünger erklären und ich muss euch eine Sache zeigen. Wir haben nämlich einen kranken Otto, wir haben einen kranken Fisch und ich hoffe, dass es dem bald besser geht. Ich habe mega Angst, dass der stirbt. Ihr habt ja in einem Video gesehen, dass schon eine Garnele gestorben ist und wie gesagt, dieser Fisch, der hat jetzt so weiße Flecken bekommen. Das ist irgendwie eine Krankheit, irgendwie Pilz oder irgendwie sowas und ich habe jetzt Angst, da Medikamente reinzukippen, aber das zeige ich euch gleich. Wir besprechen jetzt erstmal kurz den Dünger. Ich habe nämlich drei verschiedene Dünger und ich erkläre euch jetzt, warum man die drei haben muss. Diese drei Dünger habe ich nämlich in meinem Becken seit gestern drin und ich hatte vorher tatsächlich nur diesen Dünger von einer anderen Marke. Das war so eine blaue Flasche, ist nicht schlimm, ist scheißegal, ist eigentlich. Guck mal, das ist hier jetzt von Aqua Rebel, dann gibt es das noch von Tropica, ich weiß nicht, ob es von Denele auch was gibt, das sind halt diese verschiedenen Marken. Ich habe jetzt einfach von dieser Marke ausgesucht. Auf jeden Fall habe ich von dieser Seite eine Empfehlung bekommen oder ich habe da meine Daten eingegeben, Beckengröße, Licht, Pflanzen und sowas habe ich eingegeben und dann haben sie mir gesagt, ja, nimm mal die drei Dünger und mach mal so und so viel rein. Hier erstmal kurz zur Seite, weil am wichtigsten ist diese Flasche. Ist zwar die kleinste, ist aber am wichtigsten. Und zwar ist das der Eisendünger. Wie gesagt, wenn ich was Falsches erzähle, das müsst ihr mal auf jeden Fall verzeihen. Ich bin absolut noch kein Profi in dem Gebiet. Morgen wird das Aquarium 6 Wochen alt. Bitte verschont mich mit bösen Kommentaren. Ich bin halt noch nicht so der Profi. Aber wie gesagt, für mich, ich habe mir alles selber beigebracht und ich bin recht stolz darauf, dass ich das bisher so hinkriege. Eisendünger ist eigentlich so der Hauptbestandteil neben CO2, was die Pflanzen brauchen. Gibt es auch in Tablettenform, aber ist halt nicht so geil. Kann man aber danach nachdosieren, sagen. Habe ich auch hier, habe ich einmal benutzt. Da hatte ich den aber noch nicht. Um das Eisen aufzunehmen, braucht die Pflanze also hier auf jeden Fall noch Kalium. Und das Kalium ist ein Stoff, der neben dem Eisen sehr wichtig ist, nicht für die Pflanze selber, weil die Pflanze selber nimmt das Kalium nicht auf. Damit kann sie nichts anfangen. Makro Basic bedeutet, hier ist alles eigentlich drin, was so an Makronährstoffen, was man dann braucht. NO3 ist Nitrat. PO4, was war das? Phosphat, Kalium und Magnesium ist hier drin. Das sind Stoffe, die die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Aber viel, viel weniger als Eisen. Davon Eisen brauchen sie viel, viel mehr. So, hier ist halt nochmal Nitrat, nochmal Kalium, nochmal Magnesium drin. Das heißt, ich habe zweimal fast das gleiche. Bloß, dass sie ein bisschen unterschiedlich sind. Hier sind ein paar Stoffe drin, die hier nicht drin sind. Und hier ist was drin, was da nicht drin ist. Und so kombiniere ich das so ein bisschen. Habe ich gestern reingekippt. So, und ich habe gestern Abend auf jeden Fall noch eine Messung gemacht. Das sind die Werte. Ja, da seht ihr das. Das Nitrat ist bei 1, Phosphat ist bei 0,05 und so weiter. Und Kalium ist bei 20 und Eisen ist bei 0,2. Diese beiden Werte, 0,2 und 20, die möchte ich jetzt jeden Tag hier messen, 7 Tage lang. Und dann möchte ich gucken, wie sehr das abnimmt jeden Tag, weil die Pflanzen verbrauchen das ja. Und dann kann ich auf jeden Fall eine Schlussfolgerung ziehen nach 7 Tagen, wie die Pflanzen das verbrauchen. Und ich sage ich mal, wann ich nachdosieren muss. Das ist jetzt mein Plan für die nächsten 7 Tage. Werde ich euch nicht alles im Video antun. Werde ich hier für mich privat machen und dann werde ich euch das Ergebnis nochmal zeigen. Und so dementsprechend werde ich dann die Dosierpumpe einstellen. Ich möchte jetzt mit euch... Was macht er denn da? Ach so, er ist über Kopf. Ja, ich dachte gerade, da schwimmt ein Fisch über Kopf. Holy shit. Aber er knabbert einfach nur eine Pflanze dran, die so über Kopf hängt. Und zwar möchte ich euch einmal auch die schlechten Seiten von so einem Aquarium erzählen. Es ist nämlich ein Fisch krank geworden. Der ist jetzt schon seit 2 Tagen munter trotzdem noch am Schwimmen und am Fressen. Er hat so einen pelzigen Fleck bekommen. Und zwar ist das ein Otto Cinclus. Die sind auch mega sensibel, habe ich gehört. Ich habe das erst im Nachhinein gelesen, dass sie so mega sensibel sind. Und jetzt möchte ich versuchen, den, sage ich mal, wieder aufzupäppeln. Ich guck gerade, wo er ist. Meinte der Kollege in der Zoohandlung, ja, der hat sich wahrscheinlich irgendwo verletzt und hat dann irgendwie, und diese Verletzung ist dann wohl gepilzt, geeitert oder wie auch immer, hat sich entzündet. Weil vorhin lag der noch hier auf dem Blatt, hier oben drauf lag der vorhin noch. Der schwimmt aber seit 2 Tagen munter noch rum und gut, der ist manchmal ein bisschen außer Puste, sieht das so aus. Als wenn er so ein bisschen außer Atem ist und erstmal ein bisschen chillen will. Und dann legt er sich wieder irgendwo hin und chillt eine Runde. Aber er frisst normal, er schwimmt, er ruht sich halt öfters aus als die anderen. Das läuft jetzt schon über 2 Tage so. Ich habe das auch immer wieder bei Instagram gepostet. Wer das gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, wovon ich rede. Von den Guppies geht es allen super. Ich meine, die schwimmen rum, die sind mega aktiv. Ich weiß nicht, die sind super neugierig. Guck mal, allein jetzt, wo wir hier gerade reden. Die kommen an die Scheibe ran. Oder hier die 9, die Schwarzfleck-Algenfresser. Die sind super munter und schwimmen rum. Und guck mal hier, da sind die Pflanzen noch ein bisschen durchlöchert, weil sie nicht so viele Nährstoffe bekommen haben. Jetzt haben sie ihn ja. Mal gucken, ob sie sich gut erholen. Und ich versuche, den Otto zu retten.
Ich hoffe, es klappt. Ich habe mir sogar Medikament dafür gekauft, hab's aber nicht reingekippt, weil ich habe Angst, dass das ganze Becken dadurch belastet wird. Deswegen, wir warten jetzt ab, dass der sich so erholt. Wir stressen jetzt einfach nicht weiter. Wir lassen die in Ruhe. Lassen die ein bisschen chillen und fressen und machen. Und wenn er sich verstecken möchte, kann er sich verstecken, der kleine Otti. Wenn noch mehr krank werden, dann kann man das Medikament mal einsetzen. Durch die ganzen Szenen, die ich gerade auch eingeblendet habe, habt ihr vielleicht noch einen kleinen Eindruck bekommen von dem Becken und von dem kranken Otti, der leider wirklich echt schlimm aussieht. Aber er verhält sich immer noch einigermaßen normal, schwimmt rum und knabbert und frisst und macht. Also ich glaube, es kann ihm nicht so schlecht gehen. Und ich würde sagen, das war es auch erstmal von dem Video. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder am Start wart. Ich drücke dem Otti ganz doll die Daumen und ich hoffe, dass es ihm bald wieder gut geht. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, im nächsten Video werde ich alles über meine Pflanzen erzählen. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ich würde sagen, vor diesem Video war es das jetzt. Dankeschön, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Freut euch auf das nächste Video. Haut rein, Leute. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.